Was ist Action Learning eigentlich? Action Learning ist in erster Linie eine Haltung. Ja, und es gibt ganz viele Missverständnisse dazu. Also was ist Action Learning? Es ist in erster Linie eine Haltung, das heißt die Einstellung, offene Lernprozesse zuzulassen, zu unterstützen, auch die Unruhe, die damit entsteht und das Vertrauen zu entwickeln, dass diejenigen, die die Arbeit tun müssen, auch Lösungen entwickeln können. Und die Perspektiven im Action Learning sind einerseits die Organisation, dann aber auch das Team, das Set, wie es im Action Learning genannt wird, und das Individuum, die einzelnen Personen. Und in diesem Ansatz kann man auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Also was hat mich veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Der Hintergrund ist der, Action Learning wird immer wichtiger, international, aber auch im deutschsprachigen Bereich, wie die Untersuchung, die Abfrage bei Weiterbildnern für Managerseminare auch regelmäßig zeigt, dass Action Learning im Ranking immer weiter nach oben steigt. Und auf der anderen Seite ist im deutschsprachigen Bereich keine zusammenhängende Darstellung gibt für Praktiker von Action Learning. Im Buch werde ich genau diese Sachen thematisieren. Das Buch wird eine Einleitung eben auch haben, wo man einen raschen Überblick kriegt, auch sich verorten kann, was kann ich eigentlich schon, was bringe ich mit, welche Sachen brauche ich dazu, und dann so die wesentlichen Teile vertiefen. Na, ganz wesentlich ist die Rolle des Facilitators, also der Trainer, der Berater, heißt im Action Learning der Facilitator, der es erleichtert, in Gang setzt und von dessen Know-how und Intervention eben sehr viel abhängt. Dieses Buch wird sehr viele Tools auch dazu bringen, Werkzeuge, mit denen Sie ansetzen können. Manches wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, anderes eine gute Ergänzung sein dafür. Zusätzlich dazu gibt es für die neueren Entwicklungen und die Varianten, die es gibt, aus dem angelsächsischen Bereich Interviews mit den führenden Vertretern, die zum großen Teil erstmals in Deutschland damit eben auch lesbar sind. Ich habe das Kurzinterviews genannt. Das ist immer so 3-4 Seiten und da kann man nachlesen, was sind da eigentlich die Hauptthesen, um sich anregen zu lassen. Natürlich gibt es dann auch Verweise auf die Ressourcen und. Na, das heißt, das Buch ist gut für jemanden, der das praktisch nutzen will, anwenden will und vor Ort Hilfen haben will, wie er es tun kann.